Im Berliner Kinderhilfsprojekt Arche stehen täglich bis zu 600 Kinder für ein warmes Essen an. Sie kommen aus familiären Verhältnissen, in denen es am nötigsten mangelt. Unsere Kinder sind natürlich hungrig. Hungrig nicht in erster Linie nach Essen, sondern hungrig nach Aufmerksamkeit, hungrig nach Liebe oder auch hungrig nach Bestätigung. Kinder brauchen Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse, die häufig nicht einmal Erwachsene haben. Andrea Thiel ist alleinerziehend und lebt von Hartz IV. Auf Sohn Florian hat sich die Perspektivlosigkeit längst übertragen. Ich habe halt immer so lange nichts gemacht, bis Mutti aufgeräumt hat mein Zimmer. Keine Motivation, keine Eigenverantwortung. Allein 2012 gingen rund 60.000 Jugendliche ohne Abschluss von der Schule. Deutschlands Bildungssystem produziert immer mehr Verlierer. Dagegen kämpft Arche-Gründer Bernd Siegelko an. Wir erziehen uns im Prinzip unselbstständige Kinder. Das heißt, wir bekommen, wenn wir so weitermachen wie bisher, immer mehr Kinder, die kriminell werden, die Drogen nehmen und die dem Staat unumstrichen eine Menge Geld kosten.